Eine Leiter. Wie, das ist alles, was du zu sagen hast? Okay, dann versuche ich jetzt mal. Oh. Da gehe ich lieber weg. Sehen oder vergessen? Oh, geh doch mal da rein. Den Schlauch könnten wir noch mitnehmen. Was ist noch irgendwas hier? Sieht nicht so aus, okay. Briefkasten. Ja, der wird sicher nützlich sein. Der ist leer. Können wir den mitnehmen? Okay, gehen wir mal wieder nach hinten. Und nochmal zurück zu dem Typen, der da das Schweißgerät hat. Was ist denn da? Drinnen sieht es noch trauriger aus. Die würden nur auseinanderfallen. Entweder schweißt jemand da unten, oder das ist eine ziemlich primitive Form der Rundfunk. Stahlgitter im Glas. Okay, treten geht nicht, vielleicht hochnehmen. Nein, geht auch nicht, war ja klar. Was haben wir denn? Ein Benzinkanister und ein Schlauch. Und mit dem werden wir hier garantiert nichts ausrichten können, nehme ich mal an. Sind wir nicht im Stein, den wir dem Typen ein Benzinkanister wird hier nicht helfen. Ein Schlauch wird hier... Ein Dietrich wird hier nicht helfen. War ja klar. Na lauf doch mal. Gitter. Okay. Gehen wir noch mal rein. Was ist denn das da für ein Boden? Da muss doch irgendwie... Gut, das hatten wir schon. Siehst du, ne? Ach, da ist doch die Schublade mit gemeint. Okay. Ich hätte gewettet, er hätte einen größeren Kühlschrank. Ach, jetzt können wir das Fleisch mitnehmen, okay. Macht sich nicht besonders an meinem Bike. Hier wohnt also Todd.
Ich nehme an, mit dem Fleisch können wir da auch nichts tun. Das ist keine der zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten von Fleisch. Nein, anscheinend nicht. Das ist keine der zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten von Fleisch. Irgendwas hat es mit diesem Gegentreten auf sich. Oder müssen wir zweimal hintereinander dagegen treten? Das ist jetzt hier irgendwie die Frage, oder? Ach, scheiße. Da unten riecht es nach Metallarbeiten. Ja, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Was wir natürlich nicht versucht haben, ist an die Tür einfach mal anzuklopfen. Vielleicht geht's ja besser auf die höfliche Art. Aha. Na, da hätte man noch drauf kommen können. Hey, ich versuche hier drin Kunst zu machen, Kumpel. Ich habe keine Zeit zu vergeuden mit Versagern wie dir. Was? Warte, Freundchen. So. Oh, was haben wir denn da? Tod. Diese Aussicht definiert wahre Schönheit. Schöner Schlabbermann, den er da auch anhat. Der hat schon genug. Ah, jetzt können wir auch nach unten. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Ein Schweißgerät. Das sollte ich Mo schnell zurückbringen. Dann nehmen wir es doch mal glatt mit. Das ist mein Schweißgerät. Wo hast du das her? Oh, lag irgendwo rum. Eine Gabel und etwas Benzin und wir sind bereit. So, also ein Schweißgerät haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Sprit. Na, da soll ja wohl ranzukommen sein. Sprit gab's da, genau. So, was liegt denn da? Ein Schloss? Das ist offen. Ach, das hat man ja mitgenommen, richtig. Beziehungsweise mit dem Dietrich aufgebrochen. Also ich glaube, wenn ich recht in Erinnerung war, ich habe es ja früher gespielt, müssen wir den Alarm hier auslösen. Ich weiß jetzt nicht mehr, mussten wir uns da verstecken oder was? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wenn sie noch leben, dann sind sie jetzt verhaftet.
Okay, das schien schon mal falsch zu sein. Oder musste man dann da rausgehen? Ich weiß es nicht mehr. Es ist auch schon gefühlte 3,5 Milliarden Jahre her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Okay, das war wieder falsch. Es kann sich jetzt nur noch um Stunden dauern. Na los. Also nochmal. Fass mal die nochmal an. Ja, man musste sich hier irgendwo verstecken. Das sieht gut aus. Ja, da war es auch. Bleiben Sie, wo Sie sind. Hey, wo ist er? Ich hab doch gesagt, letztes Mal habe ich ihn erwischt. Wer hat dann den Alarm ausgelöst, Leute? Vielleicht will uns noch jemand verscheißen. Nein, das ist er. Das ist der Kerl, den Sie nie treffen. Naja, wenn Sie das Ding hier mal stillhalten würden, wenn ich schieße. Ich geh mal runter und seh mir das aus der Nähe an. Ja, Jungs, macht das ruhig. Ich sehe niemanden. Er muss abgehauen sein. Nein, wir hätten ihn aus der Luft wegrennen sehen. Er muss sich im Turm verstecken. Wir haben ihn in der Falle. Gehen wir hoch und schnappen ihn. Genau, denn wenn ich mich recht entsinne, kommen wir so jetzt an das Benzin. Da ist nämlich schon mal die Tankklappe. Ich schätze, da kommt das Benzin rein. Macht ja Sinn. So, und in unserem Inventar haben wir ja schon mal einen Schlauch. Flum. Und ein Benzinkanister. Hä? Hallo. Ach, warte mal. Musste man das ansaugen oder so? Genau. Hey, wer ist lecker. Das da oben im Benzin Hof? Am Morgen. Das ist der. Den Krieg. Wo? Da drüben. Schnell auf die andere Seite. Dann haben wir ihn in die Ecke gezweckt. Wo ist der hin? Das ist wohl ein Unentschieden, Herr Boss. Nein. Holen wir Verstärkung. Also der Ben, der läuft aber auch... Er nimmt wortwörtlich die Beine in die Hand. Und schüchtern ist er, der Gute. Ist das aus dem Benzinturm? Nicht direkt. Nur noch eine Gabel und wir sind wieder auf der Straße. Okay, wo sollen wir eine Gabel herkriegen? Wahrscheinlich hinten vom Schrottplatz. Gehen wir da doch mal hin. Ziehen wir nochmal an der Kette. Und ich glaube zu wissen, dass man mit dem Schloss das Ganze fixieren kann. Warum sollte ich das verschließen? Richtig. Oder musste man das da reinhängen? Sieht schon mal nicht grundverkehrt aus, aber jetzt. Yeah!